1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, unsere Sommerpause ist vorbei. Wir sind wieder da. Und ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Bei uns geht es jetzt los in die neue Staffel, so wie ihr das gewohnt seid. Immer jede Nacht von Montag bis Freitag zwischen 1 Uhr und 2 Uhr hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen und bei 1 Live. Und wir starten heute mit einer offenen Sendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, jetzt nach unserer Pause, über was auch immer, dann meldet euch unter der bekannten und für euch kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, eure Telefonnummer unbedingt in die Mail reinschreiben und ein paar Sätze zu eurem Thema. Ich freue mich wirklich, dass ich wieder hier bin und jetzt mit euch reden kann und bin sehr gespannt auf meinen ersten Anrufer. Das ist nämlich der Arthur und Arthur ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Arthur. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Es freut mich auch, dass ich mit dir reden kann und dass die Sommerpause auch mal wieder rum ist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Okay. Also, Stichworte sind bei mir also extreme Einsamkeit und damit verbundene Antriebslosigkeit. Mal zur Erklärung, ja. Wie lebst du denn so? Vielleicht erstmal so die äußerlichen Eckdaten so. Hast du einen Job oder bist du arbeitslos? Ja, also ich habe einen ganz guten Job. Ich bin Ingenieur. Ah ja. Verdiene auch ganz gut. Ja, aber das ist schon alles, was gut ist. Ja. Also okay, ich habe noch eine Wohnung, ja. Du lebst alleine in einer Wohnung oder bei deinen Eltern noch? Alleine. Alleine. Wie lange lebst du schon alleine? 2 Jahre. Und vorher? Da habe ich studiert und bei meinen Eltern gelebt. Ja. Nun sagst du extreme Einsamkeit. Erklär's mir näher. Ja, also ich hatte noch nie eine Freundin und ich habe auch nie über längere Zeit gute Freunde gehabt. Eigentlich hatte ich nie Freunde. Also eine richtige Freundschaft hatte ich niemals. Also nicht so in der Schule, so den besten Schulfreund oder den besten Kumpel. Oder während des Studiums, ich meine, da lernt man ja auch viele Leute kennen und nichts. Wie erklärst du dir das, dass das nie dazu gekommen ist? Also, ich weiß nicht, vielleicht, also ich gehe nicht so auf Menschen zu, ja. Also Menschen nehmen mich von außen eher als, naja, kühl, abweisend, arrogant. Ja. Sehen mich so als arrogant an, würde ich mal sagen, ja. Würdest du dich denn selbst als schüchtern bezeichnen auch? Also schüchtern, also wenn ich jetzt in einen Raum komme mit völlig fremden Leuten, ja, dann gehe ich bestimmt nicht auf irgendjemanden zu, ja. Na gut. Aber wenn ich jetzt innerhalb meiner Arbeitskollegen bin, ja, ja, dann bin ich nicht unbedingt schüchtern. Nicht unbedingt. Nee. Lass mich nochmal zwischenfragen, du sagst, du bist Ingenieur. Was für ein Ingenieur bist du? In welcher Sparte arbeitest du? Elektroingenieur. Elektroingenieur. Und auch im Kreise so der Arbeitskollegen hat sich noch keinerlei nähere Bekanntschaft oder eine kleine Freundschaft entwickelt? Nee, also ich gehe ab und zu mal fort, ja. Ja genau, was machst du, wenn du von der Arbeit kommst? Also erstmal dieses Fortgehen, ja, das ist vielleicht 2-mal im Jahr, also ganz, ganz selten. Was heißt denn Fortgehen für dich? Was tust du dann? Also Billard spielen oder Bowling spielen. Ja. Bowling spielt man ja nicht alleine, da hat man ja schon eine Gruppe dabei. Genau, ja, das meine ich, also dieses Fortgehen, ja, das ganz selten ist. Ja. Aber normalerweise, wenn ich heimkomme, komme ich heim in meine leere Wohnung, ja. So, dann esse ich, gucke Fernsehen oder mache irgendwas. Also. Und so geht das jeden Tag und jede Nacht und jeden Abend? Ganz genau. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel, wenn ich Domian gucken kann, dass ich auch mal mitkriege, was bei anderen Leuten so abgeht. Ja. Das ist eigentlich meine einzige Quelle, ja, das Fernsehen. Ansonsten ist da überhaupt nichts. Weißt du, Arthur, was du mir gerade gesagt hast, das ist so meine einzige Quelle, das Fernsehen. Das habe ich schon öfters von schwer kranken Menschen gehört, die nur wirklich nichts unternehmen können aufgrund einer Behinderung oder einer Krankheit, die abends und nachts Fernsehen gucken. Ich glaube, ich bin schwer krank.
geplagt von Einsamkeit. Seelisch. Absolut. Und du leidest darunter sehr. Ich leide. Ja. Also seit ich 30 geworden bin, vor einer Woche, ja, da hat sich das extrem gesteigert, ja. Wie viele Leute haben dir zu deinem 30. Geburtstag gratuliert? Meine Mutter, mein Vater, meine Tante, meine Cousine. Also Familie. Ja. Was hast du denn schon selbst unternommen, um aus dieser Sackgasse rauszukommen, in der du lebst? Sehr viel. Was zum Beispiel? Also, ich habe Kontaktanzeigen aufgegeben, ja. In Deutschland. Internationale Kontaktanzeigen. Ich war in Internetforen. Ich bin in Vereine reingegangen. Hast du alles gemacht? Aus diesen Anzeigen oder aus den Internetforen, da hat sich nichts draus ergeben? Nee, also bei den Anzeigen, da bin ich einmal abgezockt worden. Dann, außerdem habe ich noch eine Partnervermittlungsagentur in Anspruch genommen. Bin ich auch wieder abgezockt worden. Also ich bin sogar schon allein ins Kino gegangen, ja. Ja, Kino ist natürlich auch kein guter Ort, um jemanden kennenzulernen, glaube ich, ja, oder? Ich meine, der Verzweiflung macht man viel. Ne? Ja, du sagst, du warst doch schon in Vereinen oder so. Genau. In welchem Verein? Also einen Schachclub und einen Schießverein. Naja, ist auch gar sind nicht gerade so die Vereine, wo man vielleicht nette Mädels kennenlernt. Und ja, aber das sind halt Dinge, die mir Spaß machen. Ja. Außerdem noch CVJM. Aber da muss ich mich einfach zu stark verbiegen, ja. Das Religiöse, das liegt mir überhaupt nicht. Hattest du denn schon mal Sex in deinem Leben? Klar. Das schon? Aber halt mit Prostituierten, ja. Ach so. Ich habe noch nie Sex auf natürliche Weise gehabt, ja. Verstehe. Jetzt hast du gerade ganz, ganz aus tiefstem Herzen gerade mal so zwischendurch zu mir gesagt, ich bin sehr krank. Das bin ich auch, ja. Das heißt, das ist nicht nur so ein Manko im Managen des eigenen Lebens, sondern wenn du von dir aus schon sagst, ich bin krank, dann bist du es auch. Ja, so sehe ich das. Und wenn du so viele Sachen schon, ich meine, das hätte ich dir natürlich auch alles jetzt gesagt, dann unternimm erstmal was. All das, was du gerade aufgezählt hast, ja. Internetforen, rausgehen, Clubs, Vereine, weiß ich was alles. Wenn das alles nichts genutzt hat, dann muss es ja tiefer liegen. Da liegt es ja nicht nur an deinem Engagement, da liegt es ja, ist es ja tiefer in der Seele verwurzelt. Hast du denn, bitte? Meinst du das, ja? Das sind meine ich vermute das. Das ist irgendeine eine Irritation, eine Störung in dir gibt, die dich so leitet, dass du so vereinsamt bist. Kann es nicht sein, dass es einfach an der Kühlheit, an der Kälte der Gesellschaft irgendwie liegt, an der Gruppenbildung. Ja, weißt du, es ist immer leicht, alles auf Gesellschaft und Außenwelt abzuwälzen. Ich finde, erst sollte man immer bei sich gucken. Okay. Und du hast recht, natürlich, es ist kalt und weiß ich was alles, aber dennoch gibt es ja genügend andere Menschen, die damit umgehen können. Das stimmt. Die sich das vielleicht sogar zu Nutzen machen können oder was weiß ich. Ja. Wärst du denn bereit, wenn du von dir aus so sagst, ich greife das immer auf mit dem, ich fühle mich so krank oder ich bin so krank, ja, dass du von fachkundiger Seite dich mal unterstützen lassen würdest, wärst du dazu bereit? Also ich spreche jetzt an einen Psychologen, einen Psychiater, einen Menschen, einen Arzt, klar, der sich also mit... Du siehst ja, wie verzweifelt ich bin, ja, ich rufe bei dir an, ich nehme das jetzt einen Schritt an, ja, ich komme einfach da alleine nicht mehr raus, ja. Und deswegen auch das Gespräch heute Abend. Und klar, wenn du mir das anbietest, ein Therapeut, klar, mache ich. Ich finde das übrigens immer sehr mutig, wenn Leute in deiner Situation dann eben auch diesen Weg suchen, in der Öffentlichkeit so etwas zu erzählen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das dir auch nicht so einfach fällt. Klar. Und so leicht fällt. Aber die Verzweiflung ist größer. Weil ich will nicht mit 50 oder so immer noch da einsam hocken. Und nach Freunden oder Freundinnen suchen. Ja, finde ich eine gute Einstellung. Das ist auch nicht zu spät. Ich lese ja gerade was auf meinem Monitor, Arthur. Ich lese, dass sich gerade, während wir uns unterhalten, schon eine Dame meldet, die sich gerne mit dir austauschen würde wollen. Hammer.
Das heißt, wir können da gleich mal schon mal einen Kontakt knüpfen. Das machen wir sehr gerne. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt ein bisschen professioneller angehen, das Ganze. Ich finde das eine gute Einstellung, dass du sagst, jetzt habe ich bis 30 mein Leben irgendwie nicht richtig auf die Reihe bekommen. Also das heißt formal schon, du hast ein Studium abgeschlossen, hast einen Beruf. Das ist ja alles schon mal sehr eine tolle Sache, dass du das geschafft hast. Ja. Aber das andere musst du eben nur auch schaffen. Ja. Und da muss man alles unternehmen, was zu unternehmen möglich ist. Eine ganze Menge hast du schon gemacht, das hat nicht gefruchtet. Okay, jetzt muss ein anderer Weg gegangen werden. Mhm. Ich finde, dass du in eine gute therapeutische oder psychiatrische Behandlung gehörst. Okay. So. Und wie und was für eine Behandlung, das wirst du jetzt von meiner Psychologin erfahren, von Simone. Okay, danke schön. Ja, dann drücke ich dir Daumen und sag toi 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 und hoffe, dass du es schaffst. Okay, vielen Dank, Domian. Alles Gute, Arthur. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, solltet ihr kurzfristig gerade hineingezappt sein, wir sind wieder da, 1Live Domian, die Telefon-Talkshow hier vom Westdeutschen Rundfunk, und wir sind jetzt wieder jede Nacht für euch da, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr im Radio und im Fernsehen. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, live hier reden wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten und für euch kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Christiane. Christiane, 19 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Christiane. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Also ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Sag mal einfach erstmal so eine Überschrift, um was es geht. Es geht darum, dass ich jetzt seit kurzem einen Freund habe. Mhm. Den kenne ich eigentlich schon seit der 5. Klasse, aber seit 2 Wochen ist es dann schon etwas fester. Und er war jetzt auf einer Fortbildung. Eine Woche, und seitdem er wieder da ist, ja, kenne ich ihn eigentlich gar nicht wieder. Oh, nach 2 Wochen kennst du ihn nicht mehr wieder? Nee. Was war denn das für eine Fortbildung? Er ist Bäcker und er ist dann für eine Woche auf einer Fortbildung gewesen. Hm. Und ja, seitdem er wieder da ist, erkenne ich ihn eigentlich gar nicht wieder. Inwiefern hat er sich denn verändert? Ja, also es war so, bevor er weggefahren ist, dass wir zusammengekommen sind und dass er dann auch meinte, dass er sich auch in mich verliebt hat. Und ja, und seitdem er wieder da ist, er wollte sich dann an dem Freitag melden letzte Woche. Mhm. Das hat er dann nicht gemacht. Dann haben wir eigentlich nicht viel dabei gedacht, vielleicht, dass er dann zu müde war oder sonst irgendwas. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag abgefangen, bevor er zur Arbeit gehen wollte. Und dann meinte er so, ja, hat er es auch bestätigt, dass er müde war und er würde sich später nochmal melden. Mhm. Wenn er wieder da ist. Das war dann aber nicht so. Und ich wollte ihn einfach mal zur Rede stellen. Und habe ihn dann noch angerufen und er hat sich dann immer wieder rausgeredet und ja, ich bin dann zu keinem richtigen Ergebnis gekommen, was mit ihm los ist. Es kann ja sein, ich sag's mal ganz, ganz profan interpretiert, dass der sich in den 2 Wochen doch irgendwie anders entschieden hat. Ich weiß es nicht. Ich meine, ihr wart ja... Am letzten Samstag, und er meinte so, für ihn ist es immer noch so, er will noch mit mir zusammen sein und dass er auch noch in mich verliebt ist. Ja. Aber bei mir kommt das so nicht an. Also ich merke davon nichts. Ja. Er meldet sich so auch nicht und keine Ahnung. Und erklär mir doch mal, wie war der Stand der Dinge denn, bevor er zu dieser Fortbildung gefahren ist? Ja, dass wir zusammen sind. Das hat er mir auch gesagt. Also ich habe ihn dann nochmal darauf angesprochen, ob er sich das jetzt vorstellen könnte. Und wie lange wart ihr, bevor er weggefahren ist, zusammen? 2-3 Tage, noch nicht. Ach so. Also ja, aber ihr kennt euch halt ewig schon von... Ich habe noch ein paar SMS geschrieben, während er auf der Fortbildung war. Und da war eigentlich alles noch in Ordnung, bis er wiedergekommen ist. Ja. Und ich habe mit seinem besten Freund geredet, mit dem bin ich auch befreundet. Und er hat vielleicht, ja, er sagt, dass er vielleicht schwul sein könnte. Und sich da vielleicht... Ja, das sind jetzt wilde Spekulationen, oder? Nee, er hat ihm das schon mal irgendwie angedeutet. Ich weiß nicht genau, wie er das gesagt hat, aber er hat ihm das schon mal angedeutet, dass er da vielleicht auch auf Männer steht. Also. Ach so, dass der junge Mann ein bisschen hinhergerissen ist, sich etwas auf dich eingelassen hat, aus Konvention oder weiß ich was, und jetzt dann doch wieder Rückzieher machen möchte, weil er doch keinen Bock hat. Ja. Aha. Hast du denn von anderer Seite dieses auch schon mal irgendwie gehört? Ja, früher. Also ich kenne ihn ja schon seit 8 Jahren. Ja. Und früher, ja, da haben mehrere schon gesagt, dass es denen so vorkommt, als wenn er vielleicht schwul wäre oder auch auf Männer steht. Und ja, das schon. Naja, früher. Also kann dass er das schon mal, also jetzt persönlich gesagt hat, also das wirklich schon mal ausgesprochen hat, das wusste ich nicht. Das weiß ich erst seit ein paar Tagen, als er mir das gesagt hat. Wie alt ist er? Freund. Ist er so alt wie du? Ja. Ja. Ja, und also, ich weiß auch nicht, wie ich das aus ihm rauskriegen kann. Ich meine, letztendlich, Christiane, letztendlich ist das egal, ob er nun schwul ist oder dich nicht liebt. Entscheidend ist die Frage, will er dich? Genau. Ne? Das ist die Frage.
Und jetzt habe ich das gar nicht ganz verstanden. Seit wann ist er jetzt von dieser Fortbildung wieder zurück? Seit vorletzten Freitag. Und die ganze letzte Woche. Das heißt, ist dann jetzt schon so, dass ich nicht genau weiß, was los ist. Und ihr, habt ihr euch denn innerhalb dieser Woche mal einmal richtig getroffen? Zweimal. Und wie war so die Stimmung dann zwischen euch beiden? Naja, also das erste Mal war es so, es waren auch immer andere Leute mit dabei. Er hat immer noch eine Freundin gefragt und noch einen anderen Freund, das fand ich auch schon mal komisch. Und da habe ich ihn dann letztendlich auch drauf angesprochen, er meinte so, ja, er hat sich da jetzt so nichts bei gedacht und ja, er dachte auch, dass ich das nicht schlimm finde und das wäre ja auch nicht so, dass er nicht mit mir alleine sein will und so redet er sich dann immer da raus. Klingt alles merkwürdig, ne? Ja, weil ich meine, wenn er dann wirklich nicht mit mir zusammen sein wollte, könnte er das ja auch einfach sagen. Definitiv. Hatte er denn eigentlich vor dir, weiß man das oder weißt du das, hatte er da schon mal eine Freundin? Eine, ja. Eine, wie lange? Das weiß ich nicht genau. Weißt du nicht. Also, Christian, ich würde das Spielchen jetzt mal vielleicht noch ein paar Tage mitmachen. Ja. Und dann würde ich dem sagen, oder Simsen, oder wie auch immer, entweder er macht jetzt mal eine klare Ansage, was er will, ob er nun mit dir zusammen sein will oder nicht. Und wenn er dann immer noch sich herumredet oder sich nicht ordentlich verhält oder klar verhält, dann würde ich an deiner Stelle Rückzieher machen. Und spätestens dann wirst du sowieso merken, ob er an dir interessiert ist. Nämlich in dem Moment, wenn er interessiert wäre, dann wird er aktiv. Ja. Also das ist ja nun irgendwie so ein Kindergarten. Ja, ist es auch. Ne? Und es kann natürlich sein, dass er wirklich in einem großen... Ich kenne ihn schon 8 Jahre und er war nie so, dass er irgendwie solche Spielchen gespielt hat. Ja. Ich erkenne den gar nicht wieder. Vielleicht macht er es ja auch wirklich nicht böswillig, um dich jetzt irgendwie zu ärgern oder um mit dir zu spielen, sondern vielleicht steht er wirklich in einem Konflikt im Moment. Das kann ja sein, weiß man nicht. Ja. Aber den musst du nicht ausbaden. Das ist sein Ding. Der muss dir in allernächster Zeit eine Ansage machen, will er mit dir oder will er nicht mit dir? Ja. Darauf würde ich an deiner Stelle bestehen. Und dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Das willst du tun. Ich würde auch gar nicht an deiner Stelle das ansprechen mit dem Schwulsein. Das muss der für sich erstmal alleine klären und das müsste er von sich aus sagen. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Nee, das mach nicht. Der muss nur sagen, ob er dich zur Freundin haben will oder nicht. Ja. Und wenn nicht, ist das erstmal seine Sache. Warum im Einzelnen? Ich meine, für dich ist es ja noch relativ erträglich alles, weil die Sache noch ganz frisch ist und da ist ja noch nicht viel gewachsen zwischen euch beiden. Ja, genau. Aber du bist schon verliebt und würdest gerne mit ihm zusammen sein. Das schon, ja. Das schon. Ja. Also, geh nochmal an ihn ran und versuch nochmal ein Gespräch. Ja. Und sag ihm das so klar, dass du eine Ansage haben möchtest, weil du sonst weg bist. Okay. Und dann wird sich alles zeigen, wie es ist. Ja. Ja, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann macht das. Oder mailt domain@wdr.de. Rainer begrüße ich herzlich. Und Rainer ist 57 Jahre. Guten Morgen, Rainer. Einen schönen guten Morgen, Domian. Einen schönen guten Morgen. Ja. Um was geht's? Sag mal Stichwort Gefühlschaos. Oh, weia. Ja, klingt heftig. Ist doch etwas heftig. Was ist denn los? Ja, ich bin also schwul, muss ich erstmal dazu sagen. Ja. Und habe vor etwa, ich sag mal so Januar, Februar, einen jungen Mann beim Verkauf der Obdachlosenzeitung kennengelernt. Ja. 18 Jahre. Mhm. Der Kontakt hatte sich etwas intensiver gestaltet im Laufe der Monate. Man sah sich regelmäßig, das eine oder andere wurde erzählt. Mhm. Also ihr habt euch privat getroffen? Privat getroffen. Ja. Also der junge Mann ist obdachlos? Ist obdachlos, ohne festen Wohnsitz, hat zwar verschiedene Anlaufstellen aus seinem Bekanntenkreis, wo er also auch übernachten kann und dergleichen, aber... Mhm. Wie kommt das, dass er in die Situation hineingeraten ist? Ja, schlimm. Da muss wohl im Elternhaus schon zu Kindeszeiten vieles schiefgelaufen sein. Also die genauen Einzelheiten kenne ich auch nicht. Mhm. Ich habe mir nur so das eine oder andere mal erzählen lassen. Also muss wohl übelst gewesen sein. Wie lange lebt er denn schon auf der Straße? Ja, ich nehme an, er war vorher im Heim. Ist dann wohl irgendwann mit 17 raus und ja, seitdem läuft es so. Mhm. So. Schlimm an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, was er mir also vor etwa 2 Monaten erzählt hat, nämlich, dass er ein Drogenproblem hat, nämlich an der Nadel hängt. Mhm. Und aus der Situation heraus ist bei mir, der ich da ohnehin schon so ein Helfersyndrom habe, irgendwie, ja, erstmal habe ich gedacht, Liebe gibt's gar nicht, kann gar nicht passieren, jedoch nicht mehr bei dem Altersunterschied. Und man hat ja so seine Erfahrung gemacht. Mhm.
Und dann kam so eine Eigendynamik in die ganze Sache rein und seit 5 Wochen etwa so stehe ich Kopf. Ich versuche also den so regelmäßig wie möglich irgendwo zu sehen. Du bist verknallt? Ja. Ist er schwul? Das Thema schwul schneidet er nicht so gerne an. Er war ein paar Mal hier und er ist sehr, sehr zärtlich. Er ist sehr auf Kontakt, auf Hautkontakt aus. Kein Sex im eigentlichen Sinne, aber ist ein jemand, der offenbar Nähe braucht. Hm. Und der auch keine Hemmschwelle davon hat, irgendwie Zärtlichkeiten mit einem Mann auszutauschen. Aber klar ist nicht, ob er schwul ist. Klar ist nicht, ob er schwul ist. Ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Konstellation, in die du da reingeraten bist. Oder ja, die du selbst da gebastelt hast. Ja. Du bist ja sehr viel älter. Du bist schwul. Du bist etabliert in der Gesellschaft, im Leben, gehe ich mal davon aus. Du hast einen Job? Ja, inzwischen nicht mehr, ich bin im Vorruhestand. Okay, aber du hast deine Wohnung, du hast Kohle, du bist kein ganz armer Mann. Naja, gut, also es geht so. Ne? Es geht so. Mhm. So, und da ist auf der anderen Seite ein 18-jähriger Bursche, dem es verdammt dreckig geht. Ja. Und dem wir aus eben diesen Gründen versuchen möchtest zu helfen. Vor allen Dingen nämlich von dem Problem Droge loszukommen. Jetzt wollen wir mal, jetzt ist natürlich sehr schwer zu unterscheiden. Was ist die Motivation? Ist die Motivation, die hehre Motivation, da ist ein älterer, erfahrener Mann, der will einem jungen Mann helfen? Oder ist die Motivation eben auch die Sexualität? Nee, die Sexualität eben nicht. Wenn es so einfach wäre, dann würde ich also da irgendwann mal gesagt haben, der Ausstieg, der ist jetzt vorprogrammiert, die Probleme sind so vielfältig, die ich alleine nicht lösen kann. Von wem gehen denn diese körperlichen Annäherungen aus, von denen du gerade erzählt hast? Also körperliche Annäherungen möchte ich jetzt erstmal nicht von der sexuellen Seite sehen. Man nimmt sich in den Arm. Und das war es eigentlich auch schon. Also es war kein Sex im klassischen Sinne hier abgelaufen. Weiß er denn, dass du schwul bist? Ja, was? Wir haben das so überredet, ne? Er hat kein Problem damit. Ja, ja, das kann natürlich sein. Aber es könnte natürlich die Gefahr bestehen, dass er es dir zuliebe macht, weil er wittert, dass du eine große Hilfe für ihn bist. Und dann ist die ganze Sache schief. Domian, ich könnte sehr gut, ohne Anspruch auf Sexualität leben. Mhm. Ja, pass auf, dann machst du das so. Dann versuch dem jungen Mann, doch soweit es irgendwie möglich ist, versuch ihm zu helfen, dass er wirklich ein eigenständiges Leben wieder führt. Ja, und dass er dann die eigenständige Entscheidung trifft, was weiter daraus wird. Jetzt ist das Problem ja das andere. Er möchte gerne den Ausstieg aus der Droge offensichtlich schaffen. Er spricht also von einem Entgiftungstermin, der im kommenden Monat ansteht. Mhm. Nachdem er also merkt, dass ich also versuche, ihn da aus dieser Ecke rauszukriegen, ist aber ganz merkwürdigerweise der Kontakt ein bisschen kompliziert geworden. Die Verabredungen werden nicht eingehalten, die verabredeten Anrufe finden nicht mehr statt, die also im letzten halben Jahr stattgefunden haben. Ach so, du denkst, weil er Sorge hat, dass du ihm zu sehr Druck machst, dass er das dann auch tut? Ja, ist definitiv so, weil ich sehe ihn also hier in der Stadt täglich. Ich sehe ihn auch mit Leuten zusammen, die also ganz zweifelsfrei der Szene zuzuordnen sind. Mhm. Es kann natürlich sein, dass er letztendlich keinen Bock darauf hat und sich von dir unter Druck gesetzt fühlt. Ja, nun, ich bin also nicht der Dominante, der also ihn jetzt unter Druck setzt. Ich habe ihm also nur ganz einfach erklärt, wie die Dinge ihren Lauf nehmen werden, wenn er weiterhin den Konsum so hoch treibt, wie er meiner Einschätzung nach im Augenblick ist. Die Anzeichen sind ja da, um zu sehen, dass er sich verändert hat, auch in der letzten Zeit. Also, du wirst, was hast du beruflich früher gemacht? Ich bin Großhandelskaufmann. Es ist klar, dass du Leuten, die in einer solchen Situation drin hängen wie er, dass du ihm nur eine Hilfe anbieten kannst, tun muss er sowieso selbst. Klar. Da ist manch einer schon dran zerbrochen, auch Eltern daran zerbrochen, dass sie es einfach nicht geschafft haben. Und dann ist immer die bittere Konsequenz, dass man sagt, man muss denjenigen fallen lassen, dass er noch weiter absagt, um wach zu werden. Tja, das ist das, was ich also laufend auch aus dem Bekanntenkreis zu hören bekomme. Ich würde auch grundsätzlich, lass mich nochmal so diese Herzensangelegenheit ansprechen. Es ist schon ein verdammt großer Altersunterschied. Ja. Du bist ein Mann von bald 60 Jahren und der ist 18.
Also, ich bin ja eigentlich nicht pingelig mit so Altersunterschieden, aber das ist schon eine ganze Menge. Das sind komplett andere Leben, in denen ihr lebt. Ja, aber man muss das jetzt nicht als klassische Liebesbeziehung sehen, die hier angestrebt werden soll. Ist ganz einfach der Fall, dass mein persönliches Herz an diese Menschen hängt. Mhm. Und wenn ich jemanden liebe, und ich rede jetzt von Liebe und nicht von Sexualität, dann habe ich ganz einfach auch den Anspruch an mich selber, so viel zu geben, wie irgend möglich ist. Gut. Und das wenn er akzeptiert und sagt, okay, wir wissen, woran wir beide sind, dann sehe ich da auch kein Abhängigkeits- oder Druckverhältnis, sondern ganz einfach nur die Situation, dass man so Spielregeln abstecken. Natürlich, aber du siehst, dass du mit äußerstem Feingefühl da rangehen musst. Also zuallererst mal musst du deine ganze Sexualität zurückhalten. Die hat da überhaupt nichts zu suchen. Die verkompliziert die Situation nur noch mehr. Ja, die findet ja auch gar nicht statt. Ja, aber ich sage nur, dass sie auch in Zukunft nicht stattfinden kann, darf. So, das Zweite ist, dass du ihm Hilfsangebote machen kannst, das tust du ja auch schon, aber mehr kannst du nicht machen. Und dann wirst du irgendwann da stehen und sagen, okay, oder ihm sagen, okay, pass mal auf, hier, ich helfe dir nach bestem Wissen und nach besten Kräften, aber mehr kann ich nicht machen. Und wenn er das denn nicht tut, dann wirst du dich zurückziehen müssen. So bitter das und so traurig und schmerzhaft das für dich vielleicht auch ist. Also es fällt mir schon sehr schwer, sehenden Augens jeden Tag miterleben zu müssen, wie da Leute aus der Szene ihn mit einem letztendlich für ihn todbringenden Stoff unter Umständen versorgen und ich kann nichts tun. In der Endkonsequenz ist das so. So schlimm sich das anhört. Das glaube ich. Ich bin fassungslos. Also ich muss wirklich sagen, wo leben wir? Wir leben in einer Gesellschaft, die alles offenbar geregelt kriegt. Nur vor dem Problem Droge, ich sage mal in den Ballungsräumen der Großstädte, ist es also tagtäglich mitzuerleben, wird sogar von Ordnungsbehörden, Ordnungsämtern, Polizeibehörden diese Sache als, ja, sie wird verwaltet, sie wird reglementiert, aber sie wird offensichtlich nicht mehr bekämpft. Und da ist also ein zerbrechlicher Mensch, rein von der Optik her, ein zerbrechlicher junger Mensch und den muss man einfach da machen lassen. Rainer, setze alles, was in deiner Kraft steht, in Bewegung, um ihm Angebote zu machen. Wir waren zusammen bei der Drogenberatung beispielsweise. Es sind Termine gemacht worden, die Termine hat er aber wieder geschmissen. Ich höre im Nachhinein. Da haben wir das Problem. Du kannst ihn ja nicht fesseln und zu der Beratung tragen. Das geht ja nicht. Natürlich nicht, klar. So, und klar. Da ist eben die Grenze des Helfens erreicht. Also du würdest sagen, ich soll ganz einfach jetzt auf Tauchstation gehen, warten, bis er in irgendeiner Form sich meldet. Ja. Du kannst vielleicht immer wieder nochmal auf ihn zugehen und ihm sagen, dass du für ihn da bist und dass du das und das machst, aber mehr kannst du nicht tun. Du kannst ihm vielleicht noch die eine oder andere Adresse an die Hand geben, aber das hast du wahrscheinlich alles schon rausgekriegt und auch schon gemacht. Ja. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Das ist wirklich bitter. Aber ich weiß keine andere Lösung. Ich glaube, das ist auch Konsens in allen Beratungsstellen und bei allen Beratern, dass man das so sieht. Also er blockt ja nun auch. Es sind viele Leute da in der Vergangenheit gewesen, die Gespräche angeboten und geführt haben. Ja. Ich bin machtlos. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht so hilflos gefühlt wie in dieser jetzigen Situation. Was meinst du, was ich hier in dieser Sendung schon mit Eltern gesprochen habe? Genau. Über solche Fälle, wie du es jetzt geschildert hast, nur war dieser Person dann ein Kind, meine Anrufer. Und die Leute eben auch vor diesem grauenhaften, vor dieser grauenhaften Entscheidung standen, was mache ich jetzt oder muss ich mein Kind jetzt fallen lassen? Ja, es ist eine bittere Konsequenz. Es ist eine bittere Konsequenz, ja. Irgendwas wehrt sich in mir, zu sagen, jawohl, so muss ich das jetzt hinnehmen. Was wir gerne noch machen können, ich weiß ja nicht, wie weit du alles schon ausgereizt hast, um ihm die Hilfsangebote zumindest hinzulegen. Da können wir dir gerne jetzt noch mal ein paar Sachen an die Hand geben. Du kannst auch gerne noch mal mit meiner Psychologin das auch noch mal besprechen und erörtern. Ich meine, doppelt hält besser. Ja, wenn natürlich. Es kann alles nicht schaden. Ja, aber die Grundlinie ist, glaube ich, genau die wir jetzt besprochen haben. Ja. Weißt du, ich habe also in meiner Verzweiflung vor einigen Nächten auch mal die Telefonseelsorge angerufen, weil ich einfach mit meinen Gefühlen nicht klarkam und eigentlich einmal ein Feedback haben wollte, wie damit umzugehen ist, was für beide gut umzugehen wäre. Ja. Die Antwort war natürlich ähnlich, wie ich sie von dir jetzt gerade gehört habe. Die haben mir auch gesagt, warten, abwarten, auf sie zukommen lassen. Nur ist natürlich,
Abwarten ist ohnehin meine Schwäche. Aber wenn ich dann so eine tägliche Situation sehe, ich sehe ihn, ohne ihn zu suchen, täglich, und dieses Dilemma, und du kannst also auch mit ansehen, wie er sich äußerlich verändert hat. Also in mir steigt auch eine gewisse Wut auf, muss ich sagen. Natürlich. Über dieser Geschichte, die da so öffentlich zelebriert wird, ohne dass da irgendjemand tätig wird. Für ihn ist sicher eine ganz große Problematik, die du ansprichst, die man viel früher anfassen müsste, nämlich dass Jugendliche gar nicht erst in eine solche Situation hineingeraten. Ja, natürlich. Beenden wir das Gespräch hier. Okay. Wir rufen dich jetzt also innerhalb der nächsten Minuten zurück. Das heißt, Simone, meine Psychologin, die gibt dir noch einiges an die Hand. Ja. Aber ich glaube, wir haben auch alles letztendlich jetzt inhaltlich besprochen, wir beide zumindest. Okay, Domian. Danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, Rainer. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Dir auch. Wiederhören. Tschüss. Und weiter geht es mit Burga. Guten Morgen. Ja, hallo. 59 Jahre bist du alt. Ja. Hallo, guten Burga. Guten Morgen, Domian. Ich schmunze gerade über den schönen Namen. Ja? Der gefällt mir. Ich heiße eigentlich Walburga, aber... Walburga finde ich auch sehr schön. Ja. Burga. Domian, ich bin zutiefst schockiert. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich hatte vor einigen Monaten im Mai eine Untersuchung und dabei wurde festgestellt, dass ich am Herzen operiert werden musste. Ich habe sämtliche oder viele Kranzgefäße zugehabt und brauchte Bypässe, obwohl ich vorher immer in kardiologischer Behandlung gewesen bin. Immer in ärztlicher Behandlung, weil ich auch noch Diabetes und Rheuma habe. Und für mich kam das wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja. Und da ich ganz große Ängste vor Tod und Sterben und Krankenhaus und Operationen habe, weil in 2000 habe ich eine Operation gehabt, da ist ein riesengroßer Ärztepfusch passiert. Seitdem bin ich schwerbehindert und berentet. Ich musste mein Geschäft schließen. Also ich habe panische Ängste gehabt. Ich habe eine neue Hausärztin gehabt, die das festgestellt hat, dass am Herzen was ist. Und die hat mir dann geraten, mir vor der Operation, weil das ist in einem Herzzentrum im Schwarzwald gemacht worden, noch einen Therapeuten zu suchen, der mich bis zur Operation noch therapeutisch begleitet. Das heißt, diese OP hat schon stattgefunden? Hat jetzt schon stattgefunden. Und du hast sie gut überstanden? Ich habe sie gut überstanden. Ich habe noch viel Schmerzen und 12 Wochen sind relativ frisch für so eine große Operation. Ich habe 4 Bypässe bekommen, aber die Operation habe ich gut überstanden. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht und da freue ich mich drüber, dass du das dann so jetzt geschafft hast. Es war nicht einfach, aber es war alles gut und ich hatte sehr, sehr gute Ärzte und fühlte mich in dieser Herzklinik auch wirklich sehr gut aufgehoben und betreut. Was ist der Grund dann deines Anrufes heute? Der Grund meines Anrufes ist, dass dieser Therapeut, der mich in dieser Woche vor dieser Operation begleitet hat, auch nachher die Behandlung wieder aufgenommen hat. Ich muss wirklich erst mit all diesen Dingen fertig werden und ich bin jetzt 4-mal bei ihm gewesen nach der OP. Und war wirklich glücklich und zufrieden und habe gedacht, das ist ein Therapeut, mit dem ich das hinkriege, alles wieder, dass ich wieder ein normales Leben führen kann. Ja, aber? Der Therapeut ist am Herzinfarkt gestorben. Ich habe heute die Nachricht bekommen. War das ein jüngerer Mann noch? 54, ja. 54. Ich bin so schockiert. Das ist natürlich in mehrfacher Weise schockierend. Einmal, weil es diesen Mann, der offensichtlich gesund war oder sich gesund gefühlt hat. Auch gesund aussah. Gesund aussah. Weder Übergewicht hatte noch sonst irgendwas. Überhaupt keinen kranken Eindruck machen. Ja. Immer sehr entspannt und sehr konzentriert war. Also ich habe wirklich ein Gespür eigentlich dafür, wenn ich denke, jemand hat irgendwelche Probleme oder so, aber der machte einen vollkommen entspannten Eindruck und wie war das denn geplant? Wie lange solltest du denn noch zu ihm gehen? Also mindestens noch 25 Mal. Also im Prinzip hatte es erst gerade angefangen, richtig? Ja,
Weil ich habe aus der Vergangenheit so manche Geschichte noch mit Tod zu verarbeiten. Ich bin zum Beispiel mit meinem Vater zusammen im Bett gelegen, als ich 5 war, und dann ist er gestorben. Und dieses traumatische Erlebnis habe ich bis heute nicht verarbeitet. Das heißt, da sind immer der Tod war irgendwie präsent und verbunden mit Schock und Angst. So ist es. Und jetzt passiert genau dir sowas. Ja, und am Tag, wo Lady Di gestorben ist, ist mein Schwager gestorben im Alter von 43 Jahren. Mhm. Hat er einfach morgens tot im Bett gelegen und hatte diesen Sekundenherztod. Mhm. Und meine Schwester ist mit 2 kleinen Kindern übrig geblieben. Und immer sind solche Ereignisse. Pass mal auf, Burger. Das ist natürlich ein sehr trauriger Fall. Erstmal sehr schlimm für den Betroffenen und dessen Angehörige. Ja, das denke ich. Aber jetzt hat Burger irgendwo drauf gedrückt und das klingt nach Pause. Liebe Burger, falls du mich jetzt irgendwie über das Radio oder den Fernseher hören solltest, drück mal nochmal drauf. Hallo? Ne, das klingt so nach Pausenzeichen. Dann kappen wir mal die Leitung und versuchen die Burger gleich nochmal zu bekommen. Liebe Regie, ne? So machen wir das. So. Also Burger ist getrennt. Dann geht es weiter. Jetzt erstmal mit dem Sven und ich hoffe, dass wir die Burger gleich wieder bekommen. Hier ist Sven. Sven ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sven, was ist los? Ja, und zwar geht es um meine Freundin. Ja. Sie hat eine sehr seltene Krankheit, die man Rasmussen-Enzephalitis nennt. Habe ich noch nie gehört. Was ist das? Ja, hat sich am Anfang auch noch nie gehört. Mhm. Und zwar ist das eine Krankheit, dass Gehirn hat ein, das Gehirn schrumpft auf der rechten Seite. Das Gehirn schrumpft? Ja, das ist eigentlich nur bei kleinen Kindern bekannt, diese Krankheit. Das klingt aber sehr dramatisch. Ist es auch, ja. Ehrlich gesagt. Seit wann hat deine Freundin diese Krankheit? Die Ärzte haben rückgerechnet ungefähr 3 Jahre. Und seit wann bemerkt sie etwas? Ja, sie hat also Migräneattacken. Ja. Also so schlimm, dass ich öfters im Krankenhaus bringen musste. Seit wann hat sie diese... Migräneattacken hat sie seit 3 Jahren ungefähr. Auch, doch schon. Mhm. Ja, und dazu kam auch die Epilepsie. Ja. Und die Ärzte haben damals vor 3 Jahren nie was feststellen können. Ja. So, und als ich dann mit ihr zusammenkam, habe ich sie erstmal die Epilepsie aufgeklärt, weil sie wusste nicht viel über Epilepsie. Und als es dann so schlimm wurde mit der Migräne, habe ich sie öfters im Krankenhaus gebracht. Und ja, dann irgendwann habe ich gesagt, es reicht. Ich gehe nicht jeden Monat zur Notaufnahme nachts mit ihr. Mhm. Jetzt behaltet die mal bitte hier und untersucht sie mal richtig. Mhm. Ja, und dann war sie 2 Wochen im Krankenhaus. Ja, dann wurde die erste Diagnose, die Rasmussen-Enzephalitis, festgestellt. Mhm. So. Und ist das eine sehr seltene Krankheit? Ja, eine sehr seltene. Ja. Wir mussten noch zu einem Spezialisten nach Bonn in die Klinik. Ich wollte gerade sagen, ein normales Krankenhaus kann das ja vielleicht gar nicht so schnell feststellen. Nee, und er sagte am Anfang, okay, er kennt es nur bei Kindern. Mhm. Bei Erwachsenen gibt es sowas eigentlich nicht. Das kennt er nicht. Wie ist denn der Zustand deiner Freundin jetzt ganz aktuell? Ganz aktuell, sie kann auf dem linken Auge nicht viel sehen. Mhm. Sie hat Einschränkungen am Sehnerv hinten, weil da eine Entzündung ist, die sich ausbreitet auch. Und sie hat Dauerkopfschmerzen, also täglich auch. Wohin führt diese Erkrankung im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall, sie erblindet auf dem linken Auge und die Motorisierung kann auch drunter leiden vom Körper. Das heißt, sie wird sich nicht mehr bewegen können? Das kann passieren. Es kann wie MS irgendwann so weit kommen. Kann man gegen diese Erkrankung etwas tun oder ist man hilflos ausgeliefert? Sie kriegt im Moment so eine Stoßtherapie monatlich. Mhm. Also das heißt, sie bekommt Eiweiße gespritzt. Und sind die wirksam oder? Ja, die sind schon wirksam. Man hat also gesehen, sie hat sie einmal 5 Tage am Stück bekommen. Mhm. Und da konnte man sehen, dass die Entzündung dann beim MRT etwas zurückgegangen ist. Aber sie braucht das monatlich, diese Therapie. So, wie gesagt, bei der ersten Diagnose wurde das so gesagt. Zahlt die Krankenkasse diese Therapie? Da sind die Ärzte jetzt noch am Rätsel. Momentan übernimmt das Krankenhaus alles. Ja. Weil da müssen sie erstmal mit der Krankenkasse absprechen. Verstehe. Weil wenn die Krankenkasse das zahlen würde, dann könnte sie auch beim Neurologen
diese Therapie weitermachen. Das ambulant dann machen. Ambulant dann machen. Ansonsten müsst ihr weiterhin ins Krankenhaus kommen, weil ein Tag kostet so eine Therapie ungefähr pro Flasche waren es 830 Euro. Ja. So, und drei Flaschen braucht es am Tag. Lass mich mal zu eurer Beziehung fragen. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt seit knapp 2 Jahren zusammen. Ach so, ihr seid zusammengekommen, als sie quasi ihr Krankheit schon hatte oder die Symptome sich schon gezeigt haben. Ganz genau. Wie gehst du denn nun als Freund, das ist ja nur auch eine große Belastung, damit um, dass deine Freundin so schwer erkrankt ist? Das hat sie sich auch gefragt und vor 3 Wochen haben wir dann geheiratet. Ach. Ja, weil sie Angst hatte, ich würde nicht zu ihr stehen und alles, und um ihr zu beweisen, dass ich sie wirklich liebe. Hast du gesagt, dass heiraten war? Ganz genau. Das ist der beste Beweis, dass ich dich liebe, auch mit Krankheit. Ganz genau. Und dich auch so nehmen, wie du bist, auch wenn es verschlimmert, wenn es sich verschlimmert. Ganz genau. Ja, das ist doch toll. Ja. Respekt, Sven, wirklich. Ja, das Schlimmste war für uns eigentlich einen Tag vor der Hochzeit, weil da kam der Befund dann von dem Spezialisten. Und der sagte dann auch, es wäre die Rasmussen-Krankheit eines Erwachsenen im Erwachsenenstadium. Ja, genau einen Tag vor der Hochzeit, da dachte ich schon, jetzt geht alles den Bach runter, weil meine Frau wirklich dann total am Ende war an dem Tag. Aber ich konnte dann doch wieder aufpeppen für den Tag dann. Gibt es denn die Hoffnung, dass man vielleicht durch diese Therapien, die du gerade genannt hast, dass man das Ganze abbremsen oder stillstehen lassen kann? Also die Hoffnung gibt es, dass man das eindämmen kann. Nur sie können nicht sagen, inwiefern sie das eindämmen können. Kann? Ob das ganz stoppen können sie nicht sagen. Ja, aber die Hoffnung ist da. Hoffnung ist da. Das ist ja schon mal ganz viel wert. Ja. Das heißt, mit dieser Hoffnung kann man zumindest in die Zukunft schauen und kann die Gegenwart genießen auch. Ja. Kann diese Krankheit auch tödlich sein? Das nicht, aber wie gesagt, die Ärzte raten davon ab, in den nächsten Jahren, dass wir mit dem Kinderwunsch. Das nicht. Das nicht. Hattet ihr einen starken Kinderwunsch? Sie hatte einen sehr starken Kinderwunsch, hatten auch jetzt noch, aber sie ist jetzt schon ziemlich down. Du bist 32, ist deine Freundin in deinem Alter? Deine Frau? Sie ist 21. 21? Ja. 21, ja. Kann sie noch berufstätig sein? Also sieht schlecht aus, sagen wir so. Also sie muss ja monatlich diese Therapie machen und so wie es aussieht, wird sie wohl Schwerbehinderung von 100% haben. Wie ist denn so ihre seelische, psychische Konstitution im Moment? Sehr schlecht, sag ich mal so. Wir haben jetzt einen psychologischen Termin auch schon für sie gemacht. Der ist jetzt bald, weil sie sagt selber, ich brauche professionelle Hilfe, weil sonst bin ich immer da oder meine Familie. Und ich habe ja auch gesagt, du musst mal zu jemandem hin, der außenstehend ist. Definitiv, ja. Und, das nimmt sie jetzt auch in Angriff. Aber dann ist das alles doch schon mal ganz gut eingeleitet. Also das, was man tun kann. Das heißt, da gibt es eine Therapie, die man offensichtlich da anwenden kann. Sie hat von sich aus eine psychologische Geschichte da angeleiert. Und du bist da. Ja. Und du liebst sie. Ja, habe ich ja unter Beweis gestellt. Davon gehe ich erstmal aus, deswegen, ich habe das gar nicht mehr gefragt, wenn du... Das ist doch toll. Also wirklich, Respekt. Manch einer hätte gesagt, nee, dann gehe ich. Ja, ich hatte damals auch immer gesagt, heiraten werde ich nie. Ne? Und dann hinterher kommt es doch anders, als man denkt. Sag mal, Sven, gibt es denn so Reaktionen aus dem Umfeld, so hinter vorgehaltener Hand von Freunden, Verwandten oder so, die das nicht verstehen können, dass du so eine kranke Frau geheiratet hast? Nee. Also die stehen alle voll und ganz hinter ihr, meine ganze Familie. Steht voll und ganz hinter ihr. Was ja auch so viel wert ist. Denn das wird ihr auch unglaublich viel Kraft geben. Sie hat die Familie, sie hat dich. Das ist ja schon Energiepower, die auf sie einwirkt da. Das darf man nicht unterschätzen. Nee, das stimmt. Hast du denn für dich auch so das Gefühl, dass du denkst, ich schaffe das auch, ich komme damit auch klar. Ich meine, die Belastungen sind ja da und die werden unter Umständen größer. Das musst du dir, darüber bist du dir im Klaren. Ja, darüber bin ich mir im Klaren. Und ich sag mal, ich bin um jeden Tag froh, den
ich nicht ins Krankenhaus muss oder sie ins Krankenhaus bringen muss, weil es wieder so stark ist mit den Kopfschmerzen. Und ich bin um jeden Tag froh, wo ich auch weiß und auch sehe, dass es ihr einigermaßen gut geht. Na, und dadurch auch wieder an Kraft gewinnen, wenn ich merke, ich kann wieder alles besser verarbeiten, bin ich umso froher drum. Weil umso mehr Kraft habe ich, um sie zu stützen. Das finde ich auch eine sehr gute Lebenseinstellung, dass du sagst, ich freue mich über jeden Tag, an dem es gut geht. An dem es einigermaßen gut geht. Und zerbrichst dir nicht den Kopf darüber, was vielleicht sein könnte, wenn es ihr immer nicht so gut geht. Nein, ich sage immer so, immer schön nach vorne schauen und richtig jeden Tag neu leben. Und diese alles nicht so dramatisch sehen, sage ich ja auch öfter. Sei es, es wird schon alles gut gehen, positiv sehen. So sehe ich das. Sven, dann wünsche ich, würde dich bitten, dass du deiner Frau die allerbesten Grüße und Wünsche von mir ausrichtest. Ja. Und ich wünsche euch beiden wirklich von allem ganzem Herzen, dass ihr viel Glück erleben werdet und dass vor allen Dingen deine Frau, dass das relativ stabil bleibt, sagen wir es mal so. Ja. Und auch, dass diese psychologische Betreuung gut klappt und greift auch bei ihr. Ja, und dass ihr beide einfach ein süßes, nettes, tolles Paar seid und euer Leben genießen könnt. Ach ja, das werden wir schon schaffen. Ansonsten rufen wir nochmal bei dir an. Aber sehr schön, dass du angerufen hast und dass auch mal vor einer solchen Warte eine solche doch eher traurige Geschichte erzählt hast. Finde ich, das macht Mut und spornt sicher den einen oder anderen auch an, vielleicht gewisse Dinge doch ein bisschen anders noch zu sehen. Ja, deswegen, also Mut muss schon dabei sein. Wirklich. Dir und deiner Frau alles Gute und alles Liebe von ganzem Herzen. Alles klar, danke Domian. Tschüss. Tschüss. Nina, ich begrüße herzlich Nina, 28. Guten Morgen, Nina. Guten Morgen. Hallo Nina, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich seit 3 Wochen keinen Sex mehr habe. Ach Gott, das war nicht, ist ja nicht lange. Ah ja. 3 Wochen, also da haben wir aber alle schon andere Phasen hinter uns, oder? Ja, aber wir sind erst 3/4 Jahr zusammen. Ach so. Aha. Also da ist eine Liebe seit einem 3/4 Jahr. Ja. Und da muss es eigentlich krachen, ne, in der ersten Zeit. Eigentlich ja. Und da ist gar nichts gebacken seit 3 Wochen. Nee. Warum? Ich kann machen und tun, was ich will, da geht einfach nichts mehr. Er will nicht. Er kann nicht. Ja, anscheinend kann er nicht oder will er nicht, ich weiß es nicht. Wie weit, also wehrt er dich schon gleich am Anfang ab, wenn es losgehen soll, oder? Nein, ich kann machen, was ich will, das geht nicht. Also, es kommt schon zu intimen Situationen, aber er bekommt keine Erektion. Ja, genau. Also ich probiere es bei ihm, aber da geht nichts. Gar nichts? Nein. Aber so Zärtlichkeiten und so laufen schon? Er nimmt mich in den Arm und so, aber mehr eigentlich nicht. War denn das vor 3 Wochen schlagartig vorbei oder hat sich das so ausgefranst, das Ganze? Ja, es war auf einmal vorbei halt. Hast du eine Erklärung? Nein. Überhaupt keine Erklärung? Nein. Und vorher war es gut? Ja. Sehr gut? Ja. Also er hatte richtig seinen Spaß und du hattest auch deinen Spaß? Ja, genau. Das ist merkwürdig, ne? Mhm. Und hast du ihn gefragt, was los ist? Ja. Und er hat gemeint, ja, er hat halt Stress und ja, Sorgen und die lassen ihn nicht los. Hat er Stress und Sorgen? Ja, schon ein bisschen, also mit Geld und Arbeit und so, aber das hat ja jeder. Ja, genau. Groß, deswegen wollte ich fragen, große Sorgen? Hat er irgendwie Riesenschulden oder wird er rausgeschmissen bald? Oder? Nee. Gar nicht? Nee. Also bist du mit der Erklärung nicht zufrieden? Genau. Die Situation, in der er jetzt beruflich und finanziell lebt, ist die genau dieselbe noch wie vor 2-3 Monaten? Ja. Also kann es daran nicht liegen? Nee, ich weiß nicht. Hast du ihm das auch so gesagt? Es hat sich doch gar nichts verschlimmert. Warum bist du dann so? Ja, er hat nur gesagt, das lässt ihn halt nicht los und er kann sich nicht entspannen. Sehr unbefriedigend. Ja. Sehr. Ich gehe mal davon aus, dass ihr noch nicht zusammen wohnt. Wie oft seht ihr euch denn? Ja, 2-3 Mal die Woche und am Wochenende. Und hast du es mittlerweile aufgegeben? Ich sage immer, ja, ich probiere es nie wieder, aber... Ja, ich kann es irgendwie nicht lassen und denke, ja, da muss ja irgendwas gehen.
Aber er lässt sich dann schon darauf ein, zumindest, dass du es ausprobierst. Also irgendwann liegt dir nackig irgendwo und dann geht's los. Nee. Alles, ja, ich kann machen, was ich will eigentlich. Und ja. Also ich wollte darauf hinaus, ob er das schon von, wenn er merkt, dass du damit anfängst mit irgendwas, dass er dann schon sagt, nee, ich will nicht. Nee, alles einfach machen, was ich will und ja. So wie, muss er sehen, da geht eh nichts. Also ist natürlich müßig jetzt, da kann man ja spekulieren. Hat er eine andere, ist er vielleicht doch irgendwie auf einem anderen Trip, dass er nicht so verliebt ist in dich, wie er vielleicht es versucht? Nee, er hat gesagt, er kann kommen, wer möchte. Es geht einfach nicht, er hat keine Lust zurzeit mehr und... Weißt du, ob er onaniert? Habe ich ihn gefragt. Hast du ihn gefragt? Ja. Und was sagt er? Nein. Auch nicht? Er hat zu gar nichts Lust einfach. Ich vermute mal, dass da noch irgendwas anderes Gravierendes im Hintergrund. Ja, ich frage immer nach. Aber abgeht. Nee, und dann hat er gesagt, ich soll nicht immer von dem Scheiß Sex reden. Blockt einfach ab und ja. Ich liege halt da und heul. Bitte? Ich liege halt im Bett und heul und das juckt mir gar nicht. Also 3 Wochen ist natürlich bezogen auf ein Dreivierteljahr, wenn man zusammen ist, schon eine recht lange Zeit. Du liebst diesen Mann. Vielleicht könntest du ihm noch ein paar Wochen Zeit geben, schlage ich mal vor, so jetzt so. Ja, wie lange soll man da warten? Ja, nicht so lange. Und dann muss er, wie alt ist er? 29. So, dann muss er, er muss Tacheles reden oder sich Tacheles verhalten. Irgendeine Ursache hat es. Wenn es stimmt, dass er nicht weiß, was für eine Ursache ist, dann soll er sich anstrengen und das rauskriegen. Wenn er das nicht alleine schafft, soll er sich von außen professionelle Hilfe suchen. Das habe ich auch schon gesagt. So. Und das muss er auch dann irgendwann bald tun. Oder er soll es dir erklären, was los ist. Weil so kannst, finde ich, das eine Zumutung, dass du lebst, indem er nur sagt, ich weiß es nicht, was los ist. Na, ich habe auch gesagt, wenn es so länger geht, habe ich gesagt, dann muss ich mal irgendwo anders meine Befriedigung sozusagen herholen. Also ich würde an deiner Stelle sagen, ihm vielleicht das vor sich noch ein bisschen Zeit geben, ihm das auch signalisieren, aber mit der klaren Ansage, ich will in absehbarer Zeit wissen, was los ist, sonst kann ich mit dir nicht zusammen sein. Ich finde, das Recht hast du, das so zu formulieren. Ja? Genau. Toi, 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 Nina, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Rose Anne. Rose Anne, 75 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Dominian. Guten Morgen. Morgen. Ich habe das Fernsehen leise gemacht, das ist richtig? Das ist sehr gut, ja. Um was geht es, Rosa Anne? Ja, es geht darum, du hast eben mit einem Mann gesprochen, der sich eines Drogensüchtigen angenommen hat. Ja. Und du hast gesagt, also jeder sagt, man sollte fallen lassen. Mhm. Und das ist das Schlimmste, was man tun kann. Ich habe meinen Sohn fallen lassen. Mein Sohn war Alkoholiker. Mhm. 35 Jahre. Mhm. Diplom-Informatiker, hochintelligent. Mhm. Und wie gesagt, Alkoholiker. Und ich habe ihn immer wieder aufgebaut. Ich habe ihn hier hingeholt, ich habe ihm Tabletten besorgt, also mit ärztlicher Unterstützung, klar. Dann habe ich ihn zigmal ins Krankenhaus gebracht. Ich bin in seine Wohnung gefahren, habe ihn wieder aufgepäppelt, Suppe gekocht und. Ich habe alles gemacht. Und als ich ihn das letzte Mal ins Krankenhaus gebracht habe, hat der Arzt zu mir gesagt, also, jetzt ist aber langsam Schluss, Sie gehen noch daran kaputt, lassen Sie ihn jetzt mal fallen. Und da bin ich 6 Tage zu meinem anderen Sohn gefahren. Och, ich war so unruhig und alles. Und als ich wiederkam, da hat er sich vor den Zug geworfen. Und diese Schuldgefühle, die werde ich nicht los. Es ist jetzt 12 Jahre her, ich werde sie nicht los. Du glaubst, wenn du dich anders verhalten hättest, würde er vielleicht noch leben? Ja, wenn ich da geblieben wäre und hätte ihn weiter aufgepäppelt und weiter für ihn da gewesen wäre, dann hätte er es vielleicht nicht getan. Wie lange hast du dich um ihn bemüht? Wie viele Jahre? Oh. 20 Jahre. Und du hast es in den 20 Jahren nicht geschafft, ihn vom Alkohol wegzukriegen? Nein. Also es waren phasenweise, war es dann wieder gut. Also war es wirklich gut. Och, und ich habe sogar Hoffnung geschöpft. Bist du immer in 20 Jahren so nah an einem Drogenabhängigen dran ist und mit ihm lebt? Wie sehr hast du Schaden davon getragen? Ja, das hat der Arzt auch zu mir gesagt. Ich sollte auf mich aufpassen. Ich war auch noch ein Wrack, ist klar. Aber ich bin Mutter. Ich bin Mutter.
Das ist ja, man glaubt immer, man hätte noch die Verantwortung fürs Kind. Mhm. Egal, wie es ihm geht. Ich meine, das ist so eine existenzielle Erschütterung, die dir da passiert ist, dass du das Schuldgefühl natürlich haben wirst. Das glaube ich. Ich habe mit anderen Kindern drüber gesprochen, die haben gesagt, Mutti, hör endlich auf. Ich möchte es gerne. Objektiv gesehen, ich glaube so ganz objektiv, wenn man deinen Fall betrachten würde, ausführlich betrachten würde, hätte wahrscheinlich jeder Fachmann zu dir gesagt, sie hätten diesen Jungen, der wahrscheinlich da schon ein sehr erwachsener Mann war, ja, niemals retten können. Ja, das hat mir der Psychologe auch gesagt. Mhm. Ich bin auch in der psychologischen Behandlung gewesen, aber ich bin tränenüberströmt daraus, da war ich noch mehr fertig als vorher. Mhm. Ich konnte es nicht glauben, was der mir gesagt hat. Ich habe immer, wissen Sie was, und ich bete ja jeden Abend und dann bete ich zu allen, die im Himmel sind, die schon gestorben sind. Und dann sehe ich meinen Sohn. Also glauben Sie, es ist ein Wahnsinn. Mhm. Wie alt war er, als er gestorben 35. ist? 35. War er körperlich auch schon sehr angeschlagen? Hat er körperlich Probleme mit der Leber oder mit dem Magen? Ja. Mhm. Als ich das letzte Mal ins Krankenhaus gebracht habe, da hat er dem Arzt verboten, mir zu sagen, was er alle hat. Mhm. Also welche Krankheit, muss wohl was mit der Bauchspeicheldrüse gewesen sein und wie gesagt mit der Leber und Nieren. Das heißt ja, dass wenn du auch weiter bei ihm geblieben wärst, dass er, ich sag das jetzt mal so ganz, ganz brutal, dass er vielleicht über kurz oder lang gestorben wäre an den Folgen des Alkoholismus, nämlich an den Erkrankungen, die du gerade genannt hast. Also mir hat die Psychologin gesagt, aufgrund seiner Intelligenz hätte er das wohl auch gewusst und hätte deshalb seinem Leben ein Ende gemacht. Vielleicht. 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 Er hat dann aber nicht bedacht, dass er dich damit in große Schuldgefühle stürzt. Was man ja auch alles bedenken muss, was hat er dir angetan? Er war ja nicht immer betrunken. Nee. Hat er es im klaren Zustand gemacht? Nein. Er war besoffen, als das getan hat. Ja. Ich bin nachher in seine Wohnung und da habe ich, wenn du wüsstest, wie viele Flaschen ich da weggeholt habe. Ich habe jede Woche eine ganze Tasche voll Flaschen. Du trägst keine Schuld und dennoch verstehe ich, dass du ein ungeheures Schuldgefühl hast. Ja, ich habe ein Schuldgefühl. Ich werde es auch nicht los, wie komisch ist. Aber du trägst keine Schuld. Ich glaube es nicht. Ich bin hundertprozentig sicher, wenn du mir sagst, dass du 20 Jahre dich um ihn gekümmert hast. Ja, ich habe alles für ihn gemacht. Alles. Ich habe meine persönlichen Bedürfnisse zurückgestellt. Mhm. Ich war damals geschieden und ich habe keinen anderen Mann mehr angeguckt, nichts, gar nichts. Das heißt, dein ganzes Leben ist letztendlich durch diesen Jungen ruiniert worden auch. Ja, das wollte er auch sicher nicht, aber ich weiß es nicht. Das hat er sicher nicht mit Absicht gemacht. Nein. Dass er sein Leben ruinieren wollte, aber es war ruiniert. Hm. Jetzt sind so viele Jahre vergangen. Ja, 12 Jahre. 12 Jahre. Mhm. Ist dieses Schuldgefühl noch so präsent wie vor 12 Jahren? Nein. Hm. Aber es kommt immer. Hm. Es kommt immer schon. Hast du denn so einigermaßen wieder in dein Leben zurückgefunden, nachdem er verstorben war? Ja, ich habe nach 4 Jahren wieder geheiratet und der Mann ist nach 2 Jahren verstorben. Aber ich war noch einmal sehr glücklich. Was ja etwas sehr Schönes ist. Ja, aber auch da waren die Schuldgefühle da. Das Schlimmste ist, wenn ein Auto vorbeifährt und ich sehe da jemanden drin, der so aussieht wie er. Ich meine immer, das wäre er noch. Der Sohn? Ja. Mhm. Ich meine immer noch, das wäre mein Sohn. Mhm. Du hast gerade angedeutet, du hast doch noch andere Kinder, einen anderen Sohn. Ja, ich habe noch 2 Kinder. Hast du zu denen heute auch ein enges Verhältnis? Ja, sehr eng. Ja. Ja. Sind diese Kinder Trost für dich? Ja, die sind Trost für mich. Die haben mich auch damals sehr unterstützt. Mhm. Und haben auch gesagt, Mutti, wie konnte er dir das antun? Ja, ich habe ja auch Wut gehabt. Ja, klar. Ich habe auch Wut gehabt. Natürlich, ja klar. Aber er war letztendlich ein schwerkranker, körperlich und seelisch schwerkranker Mensch, der das dann auch noch im Rauschzustand getan hat. Mhm. Ich glaube, Rosa Anne, jetzt haben wir nur ein paar Minuten gesprochen, aber dass du so viel in deinem Leben geleistet hast, auch an diesem Menschen, dass das, was du geleistet hast und der Wille, der gute Wille, das aufwiegt, was du an Schuld empfindest. Wenn ich damals nicht weggefahren wäre,
wenn ich nicht auf den Arzt gehört hätte. Der hat mich so in den Arm genommen. Also Anne, wahrscheinlich wäre er, wie du es gerade gestellt hast, vielleicht ein, zwei Jahre gestorben an den Folgen seines Alkoholkonsums. Wahrscheinlich sogar. Ja, das ist gut möglich. Ich muss leider aufhören, weil die Sendung vorbei ist. Die Sendung ist vorbei. Es hat mich sehr gefreut, dass wir haben reden können. Ja, ich habe mich gefreut, dass wir haben reden können. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war die erste Sendung. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit, auch morgen mit einer freien und offenen Themennacht.